Spiel mich. Okay. Hallihallo, willkommen zu einer neuen Folge von Watch Dogs Let's Play. Und jetzt machen wir auch gleich die neue oder die Kampagnenmission. Zerbrechliche Ware, jawohl! Und wir legen gleich mal los. Akt 2, zerbrechliche Ware. Hier wurde einer von Damien angeheuert. Robert Racine. Ich fange mit dem Besitzer an. Und arbeite mich nach unten. Bleib cool, nicht den Kopf verlieren. Ich habe vor, cool zu bleiben. Ja, ja. Okay. Wir müssen hier ins Gebäude kommen, am besten unbemerkt. Das machen wir, indem wir einen Weg von hinten suchen. Also einen Hintereingang. Der schaut nach einem guten Weg aus. Wir versuchen das. Oh, hast du eine schöne Werft? Hm, gefällt mir. Und ein Fluchtwagen steht auch schon bereit. Ja, perfekt. Perfekt. So, da hinten ist einer. Also, ja, genau. Schauen wir hier rein. Oh, wir wurden beinahe bemerkt. Das geht mal gar nicht. Also, hier ist einer. Der hat den Code nicht, den wir suchen. Ha, der hat ihn. Gleich mal hacken. So, durchsuchen Sie Racines Büro nach Hinweisen zu Nikki. Ja, das mache ich. Und hoffentlich... Oh, das war jetzt knapp. Hätte der mich jetzt bemerkt? Oh, der hat mich jetzt was bemerkt. Ich glaube, ich schalte sie mal aus. Keine Verstärkung rufen, der Typ. Oh. Ja, dann sollte ich den als erstes ausschalten. So, meine Spec Ops 1911. Wer weiß, vielleicht muss ich erschießen. Und das durch ein bisschen lautlos. Ah, da ist eine Kamera. Dann verschaffe ich mir eine Übersicht. Okay, schwer gepanzerter. Kann auch verstärken rufen, der Typ. Das ist nicht gut. Okay. Das kann richtig mies werden. Ja, das war's. Es ist richtig mies. Das war jetzt doof. Na komm, lauf hier durch, jawohl. Verkackte Hacke. Natürlich geht es nicht für mich aus. Schön auf den Kopf schießen, schön auf den Kopf schießen. Vielleicht damit? Ja! Haha! Later Korpschuss. Oh. Von da vorne? Ob ich ihn so erwisch? Ja. Na komm. Oh, das ist zu hoch. Wow. Jawohl. Na komm raus. Komm raus. Jawohl. Jawohl. Und den noch. Bam. Ruft seine Oma jede Woche an. Oh Gott, der arme Kerl. Der hat eine Oma. Das tut mir jetzt leid. Aber der hat angefangen. Der hat zuerst auf mich geschossen. Sollte vielleicht eine andere aufnehmen. Einer, die mir Wumm macht. Vielleicht auch. Ja, bestimmt.
So. Ich glaube, ich habe mittlerweile alle erledigt. Mal schauen. Was ist das? Abgefangenes Audiolog. Oh oh, häng fest. Ah, Mano. Das gibt's doch nicht. Okay, zweiter Versuch. Ah, wie weit war ich denn jetzt? Na, komm, jawohl. Okay. So, komme ich hier vielleicht? Jawohl, so komme ich. Schwachstelle. Was passiert eigentlich, wenn ich da dann hinschieße? Nichts. Na gut. Was ist eigentlich hier drin? Aha. Ein, ja, Büro. Wenn man das so sagen darf. Was ist das? Noch mehr Autologs? Oh, nee, kann ich nicht. Koordinate hacken. Oh, da wäre ich auch so gekommen. Hingekommen. Ja gut, ich habe mir einfach die Mühe umsonst gemacht. Egal. Ist egal. Jetzt bin ich auf jeden Fall da. Nichts. Der Computer. Ich hack die Kameras durch den Computer. Okay, das ist cool. Und jetzt still. Gut. Jetzt hörst du auf zu singen oder was? Ja, geh doch. Weitermachen. Robert, schön dich zu sehen. Naja, ich hack mal. Legst du mich aufs Kreuzband? Ich hab die Pierce-Frau gebracht. Die Frau, ja. Aber ich sagte doch, lass das Kind in Ruhe. Glaubst du, ich bezahle dir mehr? Du machst alles komplizierter. Wer stand da mir her? Hast du den geschickt? Hab ihn nicht geschickt. Aber ich hätte dich wohl vor eben warnen sollen. Du musst mir helfen, oder ich sag ihm alles, was ich weiß. Und genau deshalb weißt du nichts. Er wird nicht erfreut sein, wenn er das rausfindet. Scheiße, Mann, und jetzt? Gib dir Mühe. Viel Glück. Oh, ich glaube, das ist mein Mann. Du verdammter Wichser. Dich lass ich nicht entkommen. Wow. Wow, das war jetzt knapp. Was soll der nachher? Sehr gut. Und ich glaube, ich nehme doch dieses Auto. No, Mensch. Da hinten ist er und er fährt nicht los? Warum? Ach, er wartet bloß auf mich. Na komm, fahr los, schneller! Ja, natürlich ist sie fast außer Reichweite, wenn der so viel früher losfährt als ich. Na komm. Heim versucht!
dich von der Straße schubsen. Naja, viel Spaß dabei. Wow. Komm schon. Ah, krieg dich. Bam! Hängen von der Straße! Er steigt aus und läuft weg! Wow, der Kerl schießt! Nein, nicht töten! Ich hab nichts gemacht! Scheiße! Mann! Ja gut, ich hab was gemacht. Okay, zweiter Versuch. Ich muss auf jeden Fall aussteigen und ihn irgendwie kriegen. Wartet, Leute! So. Nein, nein, ich muss es irgendwie... Ja, das ist doch das richtige Werkzeug hier. Okay, zweiter Versuch. Also er fährt auf jeden Fall jetzt los. Genau. Ja, was ich tue. Vielleicht sollte ich ihn auch aus dem Auto heraus ausschalten. Hallo? Jemand hier? Okay, wird gemacht. Den Wichser her. Naja, schon klar. Viel Spaß im Rahmen. Komm schon! Bleib doch da! Jawohl, Fahrzeug neutralisiert. Bam, 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 bam! Okay, jetzt brauche ich die Bombe. Und tschüss. Na, gibt noch welche? Ein Spektakel. Okay. So, da leben tatsächlich noch welche. Die schalte ich noch aus. Die Golden, was ist die Golden? 50, ne, die 50. R2000. Auto 6. Ich mag die irgendwie. Na, wo seid ihr, ihr Penner? Was für eine Granate? Wow, schlecht, schlecht. Oh. Okay. Nicht schlecht. Ja, natürlich ist es vorbei. Seid so gut wie tot. Nummer 1. Wo ist der zweite? Hm? Wo ist der zweite? Der läuft da hinten ums Auto herum. Da bist du ja. So, Bedrohung ausgeschaltet. Verarsch mich nicht, Aiden. War ich nicht deutlich genug? Lass die Finger von Jackson. Ja, was das angeht. Ein Angestellter war etwas übereifrig. Dein Neffe ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder eigene Wege gehst... Hol meine Schwester ans Handy. Hör mal. Glaubst du, hättest hier was zu sagen? Du sprichst mit Nikki, sobald du etwas Nützliches für mich hast. Folge der IP-Adresse und wir reden. Im Moment verschwendest du nur Zeit. Ha! Ich verschwende also nur Zeit. Tja. Tja. Damien kennt mich zu gut. Weiß genau, wie ich reagiere. Er musste schon eine ganze Weile planen. Der Mann geht wie immer zu weit. Er wird Nikki was antun, wenn er nicht bekommt, was er will. Okay, fürs Erste werde ich mitspielen. Ich folge dieser IP-Adresse. Aber ich werde ihn irgendwie erwischen. Ja, aber natürlich.
Ich bin schließlich der Held und der Held kriegt das, was er verdient und möchte. Und die Prinzessin. Und die Schwester. Die Schwester zurückbekommt. Also er bekommt die Schwester zurück. Und den Jungen, den Jackson, passiert bestimmt nichts. Lucky Quinn macht wieder Schlagzeilen. Diesmal für sein Charity-Event. Verantwortliche des Merlot-Hotels, das Mr. Quinn gehört, haben heute eine Spendengala in ihrem Hotel angekündigt. Bürgermeister Rushmore wird die Veranstaltung eröffnen. Zweifellos werden viele Stars anwesend sein. Was ist das? Das hat mich schon die ganze Zeit interessiert. Ach, das ist das Pfandhaus. Okay. Ich habe irgendwie nie auf das Symbol runtergeschaut. Oh, was ist das? Das ist doch nicht Tupac, oder? Egal. Schaut gut aus. Oder spackt. So, einkaufen. Hi. Alles voll? Hast du irgendwas? Oh. Das ist schade. Dann stelle ich mal alles her. Was, bin ich dir etwa zu teuer? Was ich herstellen kann. Und dann kaufe ich nochmal ein. Wie geht's denn? Ja? So, gleich mal einkaufen. All die Sachen gekauft, sehr gut. Sehr gut. Jetzt möchte ich ein bisschen fortskillen. Eine Mischung zwischen Fortschritt und Skillen. An Fortschritt wollte ich mal anschauen. Okay, den ersten Akt haben wir jetzt durchgespielt. Dann folgt der zweite Akt. Mit 15 Missionen, das ist ja... Oh, leck, das ist der längste Akt überhaupt. Wahnsinn. Okay. Ja, 15 Missionen, zweiter Akt. Fähigkeitsbaum. 2 Skillpunkte habe ich zu verteilen. Ich würde gerne irgendwas herstellendes skillen. Und zwar... USVs. Blablabla. 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 Ah ja, genau, das ist die mit dem Knopfdruck. Okay, ja, die habe ich geskillt jetzt. Die möchte ich gleich mal bauen. Ja, das ist toll. So, was ist das hier? CDOS-Scan. Warum kann ich... Zur Erstellung... Oh, Mist, Moment. Freischalten. Na gut, okay, ich habe die noch nicht freigeschaltet. Die Fähigkeit zur Herstellung von den Dingen. Ja, dann nicht, ne? Dann halt eben nicht. Oh, Moment, ich, ich bin ja hier bewaffnet. Das geht ja gar nicht. Das geht so nicht. Egal, Leute. Ich würde sagen, es ist erstmal Schluss für heute. Wir sehen uns morgen wieder. In aller Frische hoffentlich. Und... oder auch nicht. Und machen den Damien ordentlich Feuer unter dem Hintern. Also, habe die Ehre. Auf Wiedersehen.